Sandra, ich habe mir schon überlegt, wo ist jetzt die Schoko-Seite von diesem wunderschönen Trailer? Die Firma gibt es seit 64 Jahren. Sie ist ein absoluter Klassiker und sie sind wirklich von Holz auf GFK und jetzt Composite-Material und das Ganze aus Carbon, also Carbon-Deck, Carbon, alles in Carbon-Ausführung. Und wenn man das Ganze sieht hier, das könnte auch in Miami sein, irgendwo dieses Boot. Und du weißt ja, damals noch gab es eine Serie aus Miami, du weißt noch, wie sie heißt, mit diesen zwei Cops, der eine schwarz. Miami Vice, genau. So ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen. So, wir gehen mal kurz drumrum, zeigen das mal. Wir haben nicht so ganz viel Overhead hier, deswegen muss ich mir mal so eine Stelle suchen, wo dieses Schiff richtig schön rüberkommt. Und das ist, glaube ich, so, wenn du siehst hinten das Holz und sie heißt, warte, ich guck gleich mal, dass wir mal schauen, wie der Name ist von diesem Johanna Maria in Rotterdam. Du hast ja ein bisschen was gelernt über die Opferanode, die hier ist schon ein bisschen abgefressen, hast du gesehen? Ja, stimmt. Das sieht man da mal. Die gucken wir uns gleich mal an und es ist ein ganz anderer Style, also ganz anders wie alles, was wir bisher gefilmt haben. Ja, es sieht sehr rustikal aus, ne? Rustikal, bodenständig. Auch finde ich gar nicht, ich finde es... Ein klassisches Schiff vor, oder? So, ja, so ein Schiff vorstellt, dann so. Da könnte so eine Fischerangel hinten rauskommen. Es ist, aber es hat mir das erklärt. So sieht diese Marke eben aus. Das heißt, du hast Grand Banks, sieht immer so aus und das erwarten auch die Leute. Und ein Klassiker zu haben vom Design her, das ist doch ganz wichtig. Und das hier ist also jetzt aus Composite-Material, ist quasi abgebildet und auf neuester Technik. Hier siehst du auch das Ganze, es sollen so Holzplanken dargestellt sein, aber in Wirklichkeit ja, ist das hier Composite, also sehr lange haltbar, pflegeleicht und. Komm, wir kommen auf die Seite, natürlich ein Bugstrahlruder hier vorne, gehört das schon fast zum guten Ton. Der Anker ist an der Stelle, wo er hingehört, also alles das, wie das, was wir bisher gesehen haben. Und liebe Leute, wenn ihr euch beschwert darüber, wir sind keine Bootsspezialisten, sondern wir sind also eher so quasi abgegradet jetzt auf der Messe von Wohnmobilen hin zu Luxusjachten und es ist schon, ich glaube, das Aufprallen auf dem Beton war relativ hart am Anfang, als wenn du von einem Wohnmobil und sei es noch so toll kommst und kommst dann auf so eine Luxusjacht, dann ist alles ein bisschen anders, oder? Ja, auf jeden Fall mehr Platz, mehr Zimmer, mehr Bäder, schon Wahnsinn. Und ich sag mal so, die Definition von Luxus, die ist je nachdem, in welches Schiff du reinkommst, ja auch eine Preisfrage letztendlich, aber sie ist bei mir so ein bisschen verrückt worden, ja, weil ich dachte, auch die Luxuswohnmobile, das ist schon Luxus, aber hier, du brauchst nicht auf Gewicht zu achten, du hast Platz ohne Ende, du hast keine 12 Meter Begrenzung und schau mal hier, Johanna Maria aus Rotterdam, allein schon hier, wie das Finish hier ist, du steigst hier ein, Grand Banks, Grand Banks könnte es auch heißen und ganz, ganz edel, so schon fast klassisch, würde ich sagen, weil du hast gesagt, was hast du gesagt? Rustikal. Aber ich linse gerade schon rein und das ist wie so ein, man nennt das doch Herrenzimmer, oder? Das ist doch kein Herrenzimmer. Nee, das aber ist so wirkt es, ne? Als könnte man da seinen Whisky drin trinken. Aber wir schauen gleich mal noch. Also 100%, wenn du den Führerschein jetzt hättest, also für See, und du hättest 5 Mädels dabei noch. Und Da steht schon der Whisky bereit. Siehst du, meine Nase hat mich nicht getäuscht. Aber ein ganz anderes Design. Also guck mal hier vorne, alles nicht so, ja, wie soll ich sagen, so, es muss jetzt hier alles nicht neu erfunden werden, sondern man hat das Gefühl, da hätte Störtebeker selber noch schon, aber hier guck mal hier, okay, ich nehme alles zurück, ja. Hier neueste Technik mit drin, kleiner Kühlschrank, nein, ein Eisbereiter. Eiswürfelmacher, hier. Ja, schön. Der Champagner mit drin. Stimmt, der Champagner steht auch schon bereit. Also der Champagner wäre dann für mich. Ist jetzt echt? Guck mal gerade, ist da welcher drin? Ist echt.
Okay, wir hatten nämlich letztes Mal tatsächlich Champagner-Attrappen, haben wir gesehen. Ja, eine leere Flasche, ein Skandal. Ist wahrscheinlich teurer wie eine volle, wenn du guckst. So. Ja, auch ein bisschen Obst ist hier mit dabei und so kann man sich das vorstellen. So nachmittags im Hochglanz lackierten Holz. Also es ist wirklich auch wieder mal bestimmt mit 25, 30 Lagen Holz und diese Scheibe ist absenkbar. Hier. Das erste Mal, dass ein Kühlschrank gefüllt ist. Guck mal. Zeig mir das Bier. Eigentlich ist es nur. Ich glaube, der Kahn kommt aus den Niederlanden. Hier ist Heineken. Ein Tonic Classic. Mhm. Okay, und San Pellegrino ist drin. Aber wir haben hier noch eine zweite Schublade. Vielleicht ist da auch noch was drin. Nee, leider nicht. So, du darfst dich mal da reinsetzen, bitte. Sandra. Du bist so schnell. Sie ist direkt zielstrebig auf den Whisky zugelaufen. Ist ja auch schon spät, muss man sagen. Ja, da sind wir. Feierabend-Whisky ruft. Der Feierabend-Whisky. Aber ist schon ein ganz anderer Stil hier. Wenn du hier so sitzt und du bist so, guckst hier so rein, es ist viel, ich finde es viel entspannter wie bei den anderen. Ist halt, kommt aus England, oder? Nee, das kommt, ich glaube, aus den Niederlanden. Also der eben sprach Niederlande. Aber wir werden gleich mal fragen, ja, wo das Ganze herkommt. Denn er hatte einen niederländischen Akzent. Also ich denke mal, es kommt aus den Niederlanden. Aber bevor wir jetzt hier viel erzählen, das stimmt ja nicht, ja, dann fragen wir nochmal. Aber guck mal, am Stand gibt es Pfefferminz und Lakritz. Ist das nicht sehr englisch? Es kann ja sein, dass der Stil so sein soll. Sie kommt trotzdem aus den Niederlanden. Ist ja nicht weit weg, England, von Niederlanden. Außerdem ist das eine große Schiffsbauernation, weißt du ja selber. Die großen Eroberer kamen ja auch aus Portugal zum Beispiel. Portugiesen waren es ja. Was war es noch? Spanier? Ach, frag mich nicht. Hier, die früher diese Routen entdeckt haben. So diese Transatlantik. Nee, wie heißen die? So die Entwicklung. Eine Entdeckung der neuen Welt. Das waren da, glaube ich, Portugiesen, die das gemacht haben. Ich möchte hier jetzt nichts Falsches behaupten. So, und ganz große Tafel. Auch hier alles Hochglanzoptik. Das Schiff war schon mal auf hoher See. Und hier siehst du auch deinen Haltegriff, den du hast. Endlich mal über das ganze Schiff. Kannst Bus fahren. Das haben wir vermisst an dem anderen, ja, wo du gesagt hast, man, was ist denn, wenn hier mal Seegang ist? Und dann sieht man hier also über die komplette Breite hier auf jeden Fall mal ein großer Haltegriff mit drin. Eine ziemlich gemütliche Couch, wo auch kein Schild dran steht, nicht hinsetzen. Das ist hier, glaube ich, so nicht so das große Thema. Also, dass du alles ist, guck mal hier, wie breit hier alles ist, ja, wie viel Platz du auf der Breite hast. Weil eben nicht alles vollgestellt ist mit 10.000 Sachen. Und ich glaube, diese Yacht gehört jemandem. Kann das sein? Das kann sein, ja. Es sind noch ein paar Haushaltsartikel drin. So, es kann ja auch sein, dass ein Eigner gesagt hat, hier, ich stelle mein Schiff zur Verfügung, dafür macht ihr das mal schön sauber. Das machen die ja dann. Genau. Also hier ist SAT Receiver. Ja, das Schiff ist in Benutzung. Also das ist so. Aber das ist gut so. Denn dann sieht man nämlich schön, wie sich so eine Patina entwickelt, vielleicht im Laufe der Zeit. Vielleicht kann uns auch gleich mal der zuständige Marketingchef hier ein bisschen was erzählen. Hallo? I have a little question. Is this ship in use? Is this already sold? Yes, it is. Yes, it is. It has an owner. I like this ship because everything we saw was totally modern, new, and this is so stylish, but it's a little bit classic, but from everything up to date. Yes, but it's also modern and new, very modern hull as well. But yes, it has a classic style. We call it timeless. Zeitlos, hat er gesagt. Zeitlos. Ja, du sprichst auch Deutsch? Ja, ein bisschen. Sehr schön. Also ich spreche leider kein Holländisch. Ihr kommt aus den Niederlanden, oder? Ich schon, ja. Ja, und die Firma Grand Banks, wo kommt ihr her? Die Firma Grand Banks ist eine amerikanische Firma. American? Ja. Ach, das erklärt einiges, glaube ich, hier, weil so American Style? American Style, aber wird gebaut in Malaysia. Wow, und die können es ja richtig, die Leute aus Malaysia. Also schon seit langem, ne? Die West, die ist schon 60, 70 Jahre ist die schon da. Ja, guck mal hier, wie schön das gemacht ist. Das ist alles massiv, oder? Ja, ja. Da hier vorne. Also du kannst auch genauso hier fahren. Die Motoren, was ist hier eingebaut? Volvo? Volvo Penta, ja. Zweimal 725 PS. V12? Also 12 Zylinder? Nee, 6. 6 Zylinder, okay.
Ja, nicht mal einer, der sagt, nee, nicht, brauchen wir nicht unbedingt 12-Zylinder. Das ist ja kein Gleiter hier, der gleitet nicht, oder? Nee, ja, das ist ein Schnellgleiter, ne? Ein Schnellgleiter, ein bisschen kommt da raus? Geschwindigkeit? Ja. Wie viel? 29 Knoten. Okay, also fast 60 km/h, überleg mal, ganz schön schnell, wenn du hier fährst. Dann auch die Navigationssysteme auf dem neuesten Stand, also das ist alles drin. Und ich habe gehört, sie fährt sich wunderbar. Also es ist ein sehr, sehr leicht zu steuerndes Schiff. Ja, das ist also das 18,50 Meter lang und das ist ein sehr modern Unterwasserschiff. Sieht natürlich ein bisschen Klassik aus noch, sagen wir mal zeitlos, aber ist sehr modern, sehr schnell, sehr stabil, sehr stark und steif. Also was mir direkt auffällt, die Amerikaner, ich bin ja Halbamerikaner, brauchen alle eine große Küche. Ohne große Küche läuft da gar nichts. Und hier diese Arbeitsplatte ist, glaube ich, die größte auf der ganzen Messe auf der Länge, oder? Oh ja, ist das so? Okay. Aber der eigene, die geht, die kocht nicht so oft. Ja, aber hier kann man Sachen ablegen, das ist doch sehr geräumig hier. Ja. Und auch hier ganz reduziert, ein kleines Spülbecken drin, weißt du so. Also es wirkt richtig schön. Spülmaschine. Mhm. Sehen Sie hier, kleine Spülmaschine. Okay. Fischer und Paykel aus Neuseeland. Entschuldigung? Die kommt aus Neuseeland, die Spülmaschine. Ja, Fischer, stimmt ja. Ja, ich weiß nur. Sehr schön. Und dann hast du hier vorne Induktionskochfeld mit drin. Was ist hier für eine Batterietechnik? Was habt ihr verbaut? Das Mastervolt? Die Batterien? Fischer Panda. Okay, Fischer Panda ist der Generator. Und die Batterien? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist nicht schlimm. So, wir gucken mal gerade. So, da ist dein Steuerstand. Bist du happy? Sind wir glücklich? Guck dir mal dieses Steuerrad an. Das ist doch auch wieder, du stellst dir ein Schiff vor und genau das kommt bei raus, oder? Genau so stellst du dir einen Seemann vor, oder? Der gerade hier an seinem Steuerrad lenkt, oder? Nee, okay. Ach, Sandra, wir haben doch drüber gesprochen, dass du so tun sollst, als hättest du Ahnung davon und dann einfach sagen musst, das ist hier Es ist Fly-by-Wire, Drive-by-Wire. Das heißt also, hier wird alles gesteuert und ich habe auch einen Autopiloten, richtig? Wenn ich das will? Ja, Autopilot, ja. Dann drück auf den Knopf und der geht. Dann Richtung Amsterdam oder Haarlem. Ja, ich liebe Cannes. So, Cannes, nach Cannes fährt er. Da fahren wir auch demnächst hin. Wir fahren nach Cannes und nach Saint-Tropez. Das ist Saint-Tropez, da sind große Schiffsausstellungen, da werden wir das Ganze mal zeigen. Hier, Blick drauf, komm, wir gehen mal runter, gucken uns das Ganze mal an. Wie es unter Deck aussieht. Hier massives Holz, auf dem wir laufen. Es riecht richtig toll. Also ich muss sagen, es riecht nach Holz. Es riecht nach Boot. Also, aber nicht negativ. Also du riechst ja keine... Guck mal hier, wie schön das ist. Wie gemütlich da hier unten. Du die ganzen Kabinen hast in Echtholz. Ja, hier noch extra eine Sitzgelegenheit. So, du magst mal runtergehen. Das wollen wir einfach mal zeigen. Du bist 1,75 Meter. Geht ein bisschen runter. Jetzt muss ich ein bisschen bücken. Absolut. Du kannst auch sitzen, kannst lesen hier unten. Hier ist noch eine Waschmaschine versteckt. Eine Waschmaschine, warte mal, ich komme mal runter. Da ist ein Waschtrockner drin von, ist es ein LG oder was ist das? LG, genau. Ein LG, ja. Zeig mal gerade Sicherung, bitte mal öffnen. Das Ganze auch in Echtholz eingefasst. Da ist unser Hauptschalter, wenn du den jetzt drehst, nicht drehen, okay. Dann das gleiche oder ähnlich auf der anderen Seite. Da ist ein französisches Bett in der Ecke drin und das ist echt nochmal komplett anders als das, was wir bisher gesehen haben. Ne? Alles anders. Ich frage mich allerdings, würdest du jetzt mit dem Kopf da drunter liegen oder würdest du mit dem Kopf hier rum liegen? Also da hinten in der Ecke schon, ne? Ja, ich denke schon. Dann hast du es schön gemütlich da hinten. Ist ja, denn du schreckst auf, dann spürst du dir halt Knausen. Ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass man das ein bisschen besser sieht. Also hier, das ist die Kabine Nummer 2 und jetzt kommt... Gehen wir gerade hier rum. Das Badezimmer benutzbar für beide Kabinen. Und da siehst du auch schon hier die Toilette, eine Tecma-Toilette mit Echtholzabdeckung. Hast du das schon mal gesehen von Tecma? Tedford? Nee. Ja. Gibt's das? Das habe ich noch nicht gesehen, aber ich muss das sofort bestellen. Das muss ich hier im Morello haben. Ich habe ja das gleiche Klo. Ich brauche das in Echtholz. Also ich gar nicht gewusst, dass sie das machen. Wahrscheinlich kannst du das auf der CNC auch herstellen. Dann eine Echtglasdusche. Die natürlich verriegelt ist und den ersten zerstörungswütigen
Sachen von Sandra auch standgehalten hat. So, du kannst also hier in die Dusche einsteigen. Und interessant ist, dass du von der Dusche, das habe ich noch nie gesehen, du kannst von der Dusche von zwei Seiten zugehen, in die Dusche rein, gehst also hier durch und stehst quasi hier direkt in der Dusche drin. Mhm, genau. Zeig mal, ich komme mal zu dir. Stauraum mit drin. Großer Spiegel, schau mal. Na, hopp. Ich hab mal wieder was. Ah ne, jetzt geht's. Geht's um. Hier ist ein kleiner Schrank. Auch den mal bitte öffnen. Mal schauen, wie geräumig das Ganze ist. Also hier ist jemand da, aber es wird genutzt. Und das haben wir zum ersten Mal, dass man auch mal zeigen kann, also wie viel Platz und was da so wirklich drin ist und so weiter. Genau. Cool. Jetzt kommt das Master-Schlafzimmer und das Ganze fühlt sich eher zu Hause an. Es ist gar nicht, also du merkst überhaupt nicht, dass du hier in einem Schiff drin bist, sondern du hast das Feeling, als wärst du wirklich in, weiß gar nicht, so in so einer ganz feudalen englischen Wohnung so ein bisschen, oder? Genau. Also weniger Loft-Style, was wir bisher hatten. Das ist einfach so eine gemütliche, bodenständige, rustikale Wohnung, oder? Du, ich würde das Schiff auch bereit geben für die Messe, wenn die das ja komplett, komplett nochmal aufarbeiten. Das wird ja geputzt an jeder Ecke, alles drum und dran. Du kriegst quasi ein neues Schiff zurück, wenn du es wieder zurückkriegst. Und dafür würde ich es auch machen. Und man sieht ja auch dafür, dass es in Gebrauch ist, sieht es eigentlich gar nicht gebraucht aus, ne? Also überhaupt nicht, ne. Also Fernseher hier mit Holzeinfassung, die hast du hier mit drin. Ein Holzrahmen. Und die Stauraum, genau. Guck mal, auch die Schubladen in Echtholz. Hier auch noch Platz. Das sind irgendwelche Polster für. Und alles genutzt. Du kannst auch sehr schön einsteigen. Ich zeig's nochmal komplett. Und auch hier wieder die Tecma-Toilette mit einem Echtholzdeckel. Und ja, da werde ich gleich mal anfragen, ob ich zumindest mal den Deckel kriegen kann. Oder die CNC-Daten für den Deckel. Und geh ruhig mal rein, dass wir das mal zeigen. Und hier Echtglas. Regendusche jetzt nicht, aber hier ein kleines Detail. So wird die festgehalten. Mach nochmal zu, bitte. Das mal einmal kurz zeigen, wie dick auch hier das Glas ist. Kann man schließen. Okay. Öffnen. Habe ich genauso einen Mechanismus auch zu Hause. Also der in die Ecke reingeht. Klappt. Und ja, das ist der Deckel. Und von Cola ein Waschtisch eingelassen hier vorne drin. Ich lasse euch mal durch. So, dann komme ich raus. Dann könnt ihr euch ganz alleine hier und wir gehen mal ein Schrittchen weiter. Ist das ein schönes Schiff hier? Ist das schön? Ich finde das sensationell, oder? Okay, so, jetzt gehen wir mal hier vorne hin. Da vorne sind übrigens die Kühlschränke, Sandra. Die haben wir gerade eben übersehen. Du musst mir helfen, Sandra. Ich habe beide Hände voll. Sie kommt, sie eilt. Das Schiff ist sehr begehrt. Guck mal, hier ist der Kühlschrank. Eine Schublade, die mit drin ist. Gefrierschrank, der drauf ist. Und das gleiche nochmal drunter. Tiefkühlschrank. Tiefkühlschrank, ja. Tiefkühlschrank. Und ein Dishwasher, eine Spülmaschine. Ja, Spülmaschine unter der Backofen. Genau. Haben wir eben schon gezeigt. Die gute alte Fischer und Paykel. Ja, absolut, absolut. Die kann man auch während der Fahrt auf hoher See verwenden. Das darfst du mit den meisten nicht. Ja, das ist das Problem und das geht hier ganz gut. Sag mal hier, der Preis von diesem tollen Schiff, was liegt es ungefähr? Ungefähr, eigentlich kann ich das exakt sagen. Es ist 3,4 Millionen Dollar plus Mehrwertsteuer. 3,4 Millionen, also roundabout etwa 4 Millionen Euro inklusive Steuer. Ja, ungefähr. Wie ist das? Lieferzeit, wenn ich jetzt eine bestelle? Auf diesem Moment fahren Sie Saison 2025. Okay, also 2 Jahre ungefähr. Ja. Aber es lohnt sich. Was kann ich denn alles bestimmen hier? Kann ich die Polsterfarben? Ja, alle Farben, die Sie sehen. Holz auch? Holz, wir bauen eigentlich alles mit Teak. Aber weiter dann das Holz. Sie können die Teak wohl in unterschiedliche Farben Farbtonen wieder bekommen, ja, wie Lackierung. Aber weiter können Sie alles wählen. Von der Farbe der Korean, der Farbe der Teppich natürlich, der Sofa-Bekleidung. Aber auch diese Farben: Ceiling, Dashboard-Bezug, diese Bezüge, das wird alles durch die eigene gewählt. Daneben haben wir unterschiedliche Layouts.
Um zu anzufangen, wir haben die Küche oben Layout und die Küche unten Layout, aber wir haben auch mehrere Layouts vom Saloneinrichtung. Der Saison, der hat mich ziemlich geflecht, weil er ist wunderschön, also auch mit den Polstern ist so ein bisschen zeitlos, du hast es eben schon gesagt. Ja? Das ist das Idee auch. Hier wird man sie nie auf ärgern, immer gibt es Spaß. Und eigentlich, was auch nicht vergessen werden soll, ist auch, wo sie auch sind hier im Lebensraum, sie können nach außen sehen. Und damit haben sie immer Hafenkino. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Hafenrundfahrt in Amsterdam. Da legen die ja viel Wert darauf, dass man viel sehen kann. Trotzdem, ihr habt ordentliche Tönung drauf. Ja. Das Schiff wird ja in Malaysia gebaut. Da kann man sicher sein, dass es gut ist. Weil wenn einer Schiffe bauen kann, dann die Malaien, oder? Ja, sicher. Aber der Werft hat auch nur schon 65 Jahre Ahnung und Erfahrung. Und das sieht man. Sehr, sehr schön. Ich bin vollkommen beeindruckt. Es ist was ganz Besonderes und du sagst, der Brand, der fällt auf, wenn du in den Hafen kommst. Das ist so ein bisschen wie Riva, oder? Na, so kann man sagen. Es ist eigentlich der Porsche 911 unter den Schiffen. Das Brand bleibt gleich. Die Materialien und Techniken, die sind modern. Und damit von aller Zeiten. So, wir gehen mal raus. Komm, wir gehen mal hier raus. Ja. Albert, erstmal vielen Dank. Gerne gemacht. So, und alles ein bisschen anders ausgeführt. Also auch hier, guck mal hier, der Steuerhebel in Edelstahl, was drin ist. Was ist das Schiff im Baujahr hier, was hier ist? Dies ist Baujahr 2021, ist schon zwei Saisonen gebraucht. So, und jetzt, ist das noch zu haben oder hat der Eigner das euch für die Messe zur Verfügung gestellt? Er hat es zur Verfügung gestellt. Er ist zu stolz, um es abzugeben. So, und er kriegt ja quasi von euch, wir haben uns gefragt, wieso macht er das? Ihr arbeitet ja das ganze Schiff, ihr macht das ja komplett sauber, an jeder Stelle. Er kriegt quasi ein neues Schiff zurück, das, oder? Das ist sein Vorteil natürlich. Aber er ist auch so stolz, dass er es schön findet, um das von anderen Leuten zu schauen. Überleg mal, wie die das sauber gemacht haben. Hier ist ja alles wie neu. Das heißt, er kriegt das zurück und also nicht das, wo er dreckig war, aber ihr habt das ja an Stellen sauber gemacht, da denkt man gar nicht dran, oder? Nein, das haben wir versucht. Muss auch natürlich, wenn man zu einer Bootsmesse geht. Ja, wir mussten überlegen, ob ist es neu oder nicht neu. An zwei Stellen haben wir es dann gefunden. Ah, doch. Weil es war im Schrank waren noch ein paar Nudeln. Doch. Ich werde mal der sauber machen, werde ich doch mal. Nein, frische Nudeln. Oh, die frische Nudeln. Also die waren noch verpackt. Also es war noch ein bisschen was von dem dabei. Ja, okay. Ja. So. Du hast einen sehr guten Ausblick, auch hier. Das Ganze sehr klassisch. Also man könnte ja eine durchgehende Scheibe machen, aber dann wäre die ganze Optik kaputt, oder? So ist es. Das würde nicht bei diesem Modell passen. Dann wäre das zu modern eigentlich wieder. Und das wollten wir nicht. Wir sind ein klassisches Schiff, wie die Porsche 911. Sehr schön, danke schön. So, wir gehen mal raus. Hier unten, guck mal hier, das Ganze ist hier so goldenfarben hier draußen. Ja, ja. Was ist das für ein Farbton? Was hat der für einen Namen? Also die Farbe ist Moon Dust. Wird viel gebraucht. Moon Dust. Moon Dust. Ja. Und hier hast du endlich mal Anti-Rutsch. Das allererste Mal. Ja, jetzt ohne Witz, weißt du, wie viel Angst ich hatte? Ja. Auch die Farbe ist natürlich zu wählen. Aber fast jeder nimmt die Moon Dust. So, Moon Dust ist hier mit drin. Komm, wir gehen mal. Und ich habe mich noch selten so sicher auf einer Oberfläche gefühlt. Jetzt liegst du hier. Was fällt dir direkt auf, Sandra? Wo sind die Räkelkissen? Ich kann mich nirgendwo räkeln. Tja. Wahrscheinlich liegen die unter Deck. Die kannst du ja hier drauf, wenn du Composite hast. Ja, also ist auf jeden Fall grob und rutschsicher, ne? Die Oberfläche hier. Also ein wunderschönes Schiff, eine tolle Yacht. Und wir gehen mal hoch aufs Flydeck. Gucken mal. Die kenne ich übrigens. Guck mal hier, die Schweizer bauen die in die Wohnmobile ein, diese Dachluken. Weißt du warum? Die bauen nicht so hoch auf. Und wenn du die in einem Bus einbaust, dann ist von außen fast nicht zu sehen, dass da eine Luke drin ist. Die kommen aus der Schifffahrt. Komm, wir gehen mal ganz durch. Ich überlege mir das gleich noch, ob ich ganz durchgehe. Weil ich ja beide Hände voll habe. So. Ja, ich mach das. Also hier kommt man ganz, ganz bequem dran vorbei. Eben hatte ich so ein bisschen Bedenken, als ich da weiter gerade ausgelaufen bin. Aber alles ist sehr, 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 sehr großzügig. Wir gehen jetzt mal hoch. Alles aus Teak. Ihr habt ganz viele aus Teak gebaut, oder? Ja, sicher. Wir haben noch Zugang zu hier ganz viel Teak. Und das ist natürlich alles auch zertifiziert, das Teak. Natürlich. Sonst darf man es gar nicht mehr einführen, habe ich gehört. Das darf nicht, ja?
Und das, wir wollen keine Dinge da machen, die nicht dürfen. So, und das Ganze wiegt auch ein bisschen was. Du hast es mir eben schon gesagt, das Gewicht von dem Boot, wie hoch ist das? 23 Tonnen. Ja, siehst du mal, also das ist noch richtige Qualität, oder? Sicher. So, wir gehen mal hoch und das Ganze mit beiden Händen in Bezug. Es geht, also ich komme hier hoch und guck mal hier für die Spielzeuge. Und da steht so ein kleines Spielzeug hier drauf, ein Beiboot. Kannst ein kleines Röntchen drehen. Und hier oben steht es ja sicher. Das ist auch, glaube ich, ist hier fixiert. Ich glaube schon, ne? Ja, ja, ist wahrscheinlich festgemacht, jetzt für die Messe wohl nicht. Dieser, aber dieser Kran, der das dann raushebt oder was? Ja, Steelhead Marine ES-1000. Die Profis werden jetzt sagen, ja, der gute alte ES-1000, der für den Umzug auch sehr schön zu gebrauchen. Und hier vorne hast du einen Grill, Doppelgrill mit... Wie nennt man das hier, was die Japaner machen? Hier, das Teil hier auf der rechten Seite, das hat so einen Namen. Ah, gute Frage. Hast du ein Handy dabei? Sagt man nicht mongolischer Grill oder sowas? Nee, da gibt es so einen Namen. Also hier, die Profis wissen das ja. Wir sind ja hier nur die Laien. Und Tian. So, bitte mal in die Kommentare reinschreiben, wie das da heißt. Plancher, glaube ich, heißt das. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Plunger. Ja. Wassermaschel-Plunger. So, und jetzt, guck mal hier, das sieht so ein bisschen aus wie ein Zahnarztstuhl, wie früher. Stimmt, ja. Wo damals noch die Zähne meistens gezogen wurden, so ist es aber vermittelt so ein bisschen den Eindruck für die Ewigkeit, dieser Stuhl. Ich zeig mal nur mal, wie der festgemacht ist. Dass er mal, also da habe ich jetzt, echt massiv, ne? Da habe ich jetzt überhaupt keine Bedenken, dass der noch die nächsten 500 Jahre hält. Also er wird mich garantiert überleben und das Schiff wahrscheinlich auch. Kühlschrank hier mit drin, eine große Anrichte. Also das System hier alles ein bisschen anders. Also hier, das ist nicht so das Schiff für den Jetset, der dann sich räkelt. Also der, ich sag mal, Gangster-Rapper, der zu Geld gekommen ist und dann seine Schönheiten hier vorne fürs nächste Video macht, der wird es wohl nicht hier machen, auf der Grand Banks, oder? Nee, ich glaube, das ist eher für ältere Semester, die bodenständig sind, jetzt ihren Ruhestand genießen. So 32, 33? Ja, mal zwei. Bist du gemein, ja, weil ich bin ja 54, gut, dann bin ich noch nicht alt genug hierfür. Das kannst du ja schon mal bestellen. Ich finde es ein mega Klassiker, ganz ehrlich. Ja. Also schön warm. So stellt man sich einfach so eine schöne, urige Wohnung vor, oder? So, ich zeig dich mal gerade. Also auch hier gilt wieder, wenn einer sich erbarmt und Sandra ein kleines Schiffchen schenken möchte, die Grand Banks, wer denn trotz der Aussage ist für Ältere, würdest du nicht Nein sagen? Nee, also ist trotzdem ein schönes Schiff. Ist halt komplett anderer Stil als die bisherigen, aber trotzdem auf ihre Art und Weise toll. So, hier ist der Kompass. Interessanterweise zeigt er in eine ganz andere Richtung wie die anderen Kompasse, die wir gefilmt haben. Oh je. Hat auch was mit der Richtung des Schiffes zu tun. Wir blicken mal hier rüber. Wir sind in Halle Nummer 6. Hier ist die Boot in Düsseldorf. Und die Halle Nummer 6 hat uns in den Bann gezogen, weil hier die dicksten Schiffe stehen in der Ausstellung. Es sind nicht so richtige Luxusjachten, weil die beginnen, glaube ich, erst ab 50 Meter, habe ich mir sagen lassen. Aber sie heißt, glaube ich, Superjachten, die Halle. Und es sind Luxusjachten, aber es sind, glaube ich, keine Superjachten. Das ist so. Das stimmt. Also uns wurde geflüstert, dass Superjachten nochmal in Cannes ein ganz anderes Kaliber haben. So, sind wir durch, 28 Minuten und ich denke mal, abonniert German Television, ganz, ganz wichtig. Also, ein ganz schönes Champagner. Ja, Champagner. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Sag mal, hier, dieses Schiff, kann man das alleine operieren oder hat man eine Crew? Nein, dieses Schiff hat meistens keine Crew. Hat keine Crew. Das wird gesegelt durch ein Pferd. Also, die machen das zusammen. Ja. Dann, nein, keine Crew, meistens nichts. So, das heißt also, es kann sein, dass das hier so eine eigene Gemeinschaft ist. Mehrere Leute haben ein Schiff zusammen. Kommt das schon mal vor? Dass also die sich das teilen, Sharing? Ja. Nee, immer ein Besitzer. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist German Television. Und schreibt uns unbedingt in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, von diesem wunderschönen Boot. Die Stühle so ein bisschen, ich habe eben noch gesagt, das erinnert mich ein bisschen an Zahnarzt von früher.
Nein, aber ja. Von der Qualität, ja. Von der Qualität aus, ne, die Stühle, das ist kein Problem. Aber wenn Sie die Couleur nicht befallen, können Sie auch in Blau nehmen. In Blau? Nee, weiß ist gut, gefällt mir gut. Ja. Also ich finde überhaupt das Schiff, ich würde das genau in der Farbe zusammenstellen, die ist sehr, sehr schön. Ja, ein bisschen Klassiker. Zeitlos. Tschüss, Joss. Okay. Danke dir. Ciao, ciao. Ein letzter Blick auf das Beiboot. Tschüss.